Ist die Korrektur jetzt schon wieder beendet? Wir sehen ein typisches Muster eigentlich jetzt wieder ablaufen an den Aktienmärkten, nämlich wir haben eine Eskalation über das Wochenende zwischen den USA und Iran. Sie kennen die verschiedenen Entwicklungen und dann sehen wir, dass vor allem die europäischen Märkte in die Knie gehen und dann eröffnet die Wall Street, es geht nochmal ganz kurz runter und bums, dann wird gekauft, als gäbe es kein Morgen, weil sich die Amerikaner offenkundig sagen, ja, das mit dem Iran, das wird schon irgendwie nicht eskalieren, aber ich glaube, da wird noch was kommen. Mindestens ein Schlag der Iraner, ein Gegenschlag, ein Racheakt. Kann man nicht vorstellen, dass diese Nadelstiche, die man bisher gemacht hat, mit Raketenbeschuss der Grünen Zone in Bagdad, mit dieser Attacke auf die Militärbasis der Amerikaner in Kenia, dass es das schon gewesen ist. Wir sind noch voll in diesen Trauerfeiern für Soleimani, den General in Iran. Da wird man vielleicht nicht an dem Tag zuschlagen, an dem eben diese Trauerfeierlichkeiten sind. Aber viele Iraner, die fordern sozusagen schon aus Gründen des Stolzes, dass man da zurückschlägt, dass man eine Militäraktion macht. Das hat auch ein anderer iranischer General gesagt, der gesagt hat, ja, wir wollen im Prinzip keinen Krieg, aber das werden wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Dazu hat sich die Hezbollah geäußert, die praktisch im Libanon ja als schiitische Organisation mit dem Iran liiert ist, hat gesagt, okay, wenn Trump diese Flugzeugbasis im Irak nicht räumen will, dann werden wir die eben massiv angreifen. Und die Israelis haben eine Warnung herausgegeben an alle Amerikaner, vor allem was die US-Botschaft in Jerusalem betrifft. Also das ist natürlich auch ein weiteres sehr denkbares Ziel für Racheakte eben des Iran. Die Wall Street gleichwohl hat das so ein bisschen abgeschüttelt. Man sagt sich, naja, guckst du, wir haben jetzt die Situation, dass die Fed, so preisen es zumindest die Fed Fund Futures ein, wahrscheinlich nochmal die Zinsen senken wird. Das ist sozusagen jetzt der Konsens nach dieser Eskalation. Auf der einen Seite glaubt man, dass diese Eskalation nicht weitergehen wird. Auf der anderen Seite glaubt man aber eben auch, dass die Fed wegen der Eskalation die Zinsen senkt. So ganz konsistent ist das ja nicht wirklich. Aber wir sehen eben auch, dass hier die Notenbank mal wieder richtig schön interveniert hat und hier praktisch die Märkte drauf reagieren. Wir haben heute eine massive Intervention wieder gehabt der Fed in Sachen Repo-Markte. 76,9 Milliarden Dollar sind da reingepumpt worden. Am Freitag waren es nur 51,1 Milliarden. Also das geht ungetrübt weiter. Das Spiel, die Fed hat ja im FOMC-Protokoll kürzlich gesagt, naja, wir wollen uns ab Mitte Januar aus dem Repo-Markt zurückziehen, so schrittweise, aber viele Analysten sagen, nein, da sehen wir gar keine Chance, dass das passieren wird. Offenkundig sind die Probleme am amerikanischen Geldmarkt noch so groß, dass das vielleicht gar nicht geht. Das ist zumindest das, was die meisten Analysten sehen. Aber wir haben hier die Situation, das ist vielleicht das Typische, was Sven Henrik hier wirklich treffend beschreibt. Wir haben immer tiefere Zinsen. Das ist ja das, was der Fall ist. Die sorgen dafür, dass die Leute A, risikobereiter sind, B, aber neue Schulden aufnehmen. Und jetzt brauchen sie, weil sie immer größere Schulden haben, eben immer tiefere Zinsen. Sonst können sie diese Schulden nicht zurückzahlen. Das weiß natürlich auch die US-Notenbank. Und so spult sich das auf praktisch. Man kann aufgrund dieser gigantischen Verschuldung gar nicht mehr die Zinsen anheben, weil es sonst nicht möglich ist, diese Schulden auch nur theoretisch zurückzuzahlen. Das ist sozusagen vielleicht der Grundmechanismus der Märkte. Es gibt da kein Zurück, man muss immer weiter. Da ist kein Entrinnen, sonst könnte das System kollabieren. Wir sehen aber auch, dass möglicherweise so ein paar Gegenwinde noch bevorstehen. China hat sich heute in Gestalt der Global Times geäußert und Donald Trump hat ja gesagt, ja, wir werden am 15. diese Zeremonie haben, diese Unterschriftszeremonie, die South China Morning Post berichtet, dass am 13. Liu He schon in die USA reisen wird mit seiner Delegation, um die Unterschrift zu tun. Aber die Global Times in Peking, die sagt eben, naja, es gibt da doch so ein paar Problemchen noch und wir sollten ein bisschen besser vielleicht noch weiter verhandeln, um wirklich einen dauerhaften Deal zu bekommen. Also man sieht schon ein bisschen, dass die Chinesen ein bisschen vorsichtiger werden. Hängt wohl auch mit dem Iran zusammen, bei dem man ja durchaus handfeste Interessen hat als Brücke zu Europa, als zentraler Bausteine der Seidenstraße. Dementsprechend ist eben die Lage die, dass diese ganze Geschichte, wenn sie weiter eskaliert, eben auch diesen Handelsdeal, der längst von den Märkten eingepreist ist,
vielleicht noch mal ein bisschen in Frage stellen könnte. Schauen wir uns auch mal ein saisonales Muster an, das Tom McLellan hier herausgearbeitet hat, einer der berühmtesten Charttechniker, kann man sagen, in den USA. Der hat sich mal die saisonalen Verläufe angeschaut zwischen 1997 bis 2017, also 20 Jahre lang, und er erkennt hier ein Muster. Es geht bis zum 2. Januar nach oben, das ist ja der typische Santa Claus Rally, also nach Weihnachten bis zum zweiten Handelstag dann oder bis zum ersten, zweiten Handelstag dann im neuen Jahr, aber dann geht es erstmal nach unten bis zum 24. Januar. Möglicherweise könnte es diesmal auch so kommen. Noch sind wir also nicht out of the woods, wie die Amerikaner sagen, noch nicht aus dem Schneider, noch nicht aus dem Wald raus, den man teilweise nicht sieht vor lauter Bäumen. Jedenfalls wäre das eine denkbare Möglichkeit, dass wir jetzt mindestens noch mal einen Rücksetzer sehen, eine Welle nach unten sehen, denn ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass die Iraner jetzt sagen, okay, wir haben ein bisschen was abgefeuert, das war's dann, ansonsten haben wir die Amerikaner natürlich ganz lieb. Schauen wir uns mal die Charts an und gucken, was die so hergeben. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100. Hier sehen wir, wie es zunächst nach unten ging, Gap nach unten. Das ist der Nasdaq 100 Future, wird ja dann auch in der Nacht gehandelt, im asiatischen Handel. Und dann sehen wir hier Öffnung nochmal, so ein Docht nach unten, das ist das typische Muster. Und dann bums, geht es nach oben. Und jetzt sind wir nicht ganz auf Tageshoch, aber eben in der Nähe. Wir haben möglicherweise eben der Fed es wieder zu verdanken, A, diesen Spekulationen auf mindestens eine Zinssenkung, noch B, dieser konstanten Liquiditätszufuhr durch die Fed, dass hier die Märkte nicht durchgereicht werden. Ähnliches Bild beim S&P 500 jetzt bei aktuell 3.235 Punkten. Was macht der DAX aus dieser ganzen Geschichte? Der hält sich bei 13.132. Hier sehen wir, dass es da doch etwas deutlicher nach unten ging. Wir haben dieses Gap, das vom Freitagnacht jetzt auf Montag gerissen wurde, noch nicht geschlossen. Ganz anders als die Amerikaner etwa beim Dow Jones. Hier sehen wir das. Da ist man doch ein Stück weiter, hat diesen tiefen Fall nicht gemacht, den die europäischen Indizes gemacht hat. Also die Amerikaner sind immer deutlich entspannter als die Europäer, ob zu Recht, das muss sich zeigen. Schauen wir uns Euro-Dollar an, der sich wieder erholen kann. Da gab es zunächst ja Dollarstärke im Gefolge dieser Tötung von Soleimani. Jetzt sind wir aber wieder bei 1,1192, waren schon sogar heute über der 1,12er Marke. Wir sehen, dass Gold wieder zurückkommt, nachdem wir hier schon in Richtung 1580 Dollar unterwegs waren, aktuell 1562, jetzt praktisch unter dem Aufwärtsgap, das wir gerissen haben. Und wir sehen, dass sogar Öl negativ nach dem starken Anstieg heute Vormittag oder heute früh handelte. Da sind wir sozusagen jetzt auch wieder mit Schließung des Gaps dabei, 62 Dollar und 79. Und das könnte durchaus auch charttechnisch Sinn machen, denn wir sehen, wir haben jetzt dreimal hier in dieser doch wichtigen Widerstandszone gehalten. Es bräuchte also eine neue Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Iran, dass der Ölpreis da weiter nach oben geht und sozusagen dann diese Range nach oben verlässt. Und das wäre ja für die Märkte das Problem. Wenn der Ölpreis deutlich anzieht, dann würde die Inflation anziehen, dann könnte die Notenbank eben nicht so leicht mehr die Zinsen senken, dann würde das Ganze wirken wie eine Steueranhebung, wenn man so will. Die Leute würden das an der Tankstelle bezahlen. Noch ist es nicht so weit, noch muss es nicht so kommen, aber es erscheint mir doch unwahrscheinlich, dass jetzt erstmal die Geschichte schon vorbei ist, dass alles jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist, halte ich für unwahrscheinlich. Die Charts, meine Damen und Herren, die Sie vorhin gesehen haben, die waren übrigens, und das war mir noch ganz wichtig zu erzählen, von Capital.com. Nur falls ich es fast vergessen hätte, jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend, gerade an die Süddeutschen, Baden-Württemberger, Bayern. Und irgendwie hat noch irgendwie Feiertag, die Katholiken, gell, immer machen die frei, das ist unglaublich, gell. Davon die Protestanten, die bereuen jetzt, dass sie immer protestieren, gell, müssen es mehr arbeiten, das ist halt deren Problem, gell. Servus.